Von wegen besinnliches Plätzchen backen. Auf den ersten Blick fällt es nicht auf, aber die Gemüter hier in der Großbäckerei Steib sind mindestens genauso erhitzt wie der Ofen. Schuld daran sind die steigenden Energiepreise. Deshalb erörtern heute die lokalen Abgeordneten die Situation mit den Obermeistern der Bäcker- und Fleischerinnung. Wir werden ja nicht nur von der Energiekrise jetzt beschossen. Wir sind ja ein energiestarker Betrieb. Und wir haben Verteuerungen, das ist Wahnsinn, mehr wie das Doppelte, das reicht also oft gar nicht. Wenn ich bloß einmal von meinem Betrieb ausgehe, ich zahle jeden Monat 2.300 Euro mehr Strom. Und je größer die Betriebe, desto wahnsinniger ist das Ganze. Und dann geht es ja natürlich auch weiter in der Landwirtschaft. Das wirkt sich da bei uns natürlich auch aus, dass die Schlachttiere jetzt dann weniger werden. Ja? Die Landwirte ja auch wahnsinnige Energiekosten haben. Eine extrem angespannte Situation und keine leichte Aufgabe für die Politik. Die Forderungen der Bäckerinnung sind jedoch klar formuliert. Wir erwarten, dass die Politik nicht nur ans Jahr 2023 denkt, sondern auch das Jahr 2022 berücksichtigt und auch da uns Handwerksbetriebe noch eine Entlastung zukommen lässt, entweder durch Absenkung im Nachhinein der Energiesteuer oder irgendwelche andere Maßnahmen. Bundestagsabgeordnete Ronja Kemmer stuft die Lage ebenfalls kritisch ein. Auch für sie gibt es nur einen Lösungsansatz. Wir denken, dass eine Reduzierung der Stromsteuer und auch der Energiesteuer die richtigen Maßnahmen wären. Das würde schnell gehen, das würde den kleinen Betrieben vor allem auch helfen. Und der Gaspreisdeckel im nächsten Jahr ist richtig, aber er kommt viel zu spät, weil die Regierung zu lange an der Gasumlage in diesem Sommer festgehalten hat.